Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst zu den verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung der infizierten Zahlen. Die Lage ist ernst. Umso ärgerlicher ist es, dass die Bundesregierung und die Landesregierung den Sommer nicht entsprechend genutzt haben, damit wir uns auf den Corona-Winter vorbereiten. Auffällig ist, dass die Maßnahmen, um die es jetzt beim Gipfel im Bundeskanzleramt ging, fast ausschließlich das Privatleben betreffen. Natürlich im Privaten ist Vorsicht und Rücksicht jetzt wieder sehr gefragt. Aber zugleich können wir nicht die Augen davor verschließen, dass es auch immer wieder Ausbrüche in Frachtzentren, in der Fleischindustrie, in Massenunterkünften gibt. Und das heißt, wenn der Gesundheitsschutz überall vorgeht, muss die Bundesregierung auch Kraftanstrengungen unternehmen, um Ausbrüche in der Erwerbsarbeitswelt im Wirtschaftsbereich einzudämmen. Und deswegen frage ich mich schon, wenn man mit solcher Entschiedenheit gegen kleine Privatfeiern vorgeht, warum dann nicht auch von Seiten der Bundesregierung zum Beispiel angekündigt wird, dass es mehr sozusagen unangekündigte Kontrollen gibt in Frachtzentren, um auch dort den Infektionsschutz sicherzustellen. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung äußert sich heute sorgenvoll, nämlich dahingehend, dass angesichts der steigenden infizierten Zahlen womöglich wieder eine Isolation von Pflegebedürftigen in Heimen droht und warnt davor. In der Tat, wir wissen, dass wenn es Besuchsverbote oder Besuchseinschränkungen in Pflegeeinrichtungen gibt, das ist gerade für Ältere und Pflegebedürftige eine besondere menschliche Härte, die wir um jeden Preis vermeiden müssen. Zugleich wissen wir natürlich, dass viele der im Pflegeheim Lebenden besonders zu den Risikogruppen gehören und es dort eine besondere Vorsicht braucht. Das Pflegepersonal in den stationären Einrichtungen ist aber schon vor Corona in ihrer Arbeitszeit komplett sozusagen ausgelastet gewesen. Ihre Arbeitszeit war immer schon auf Kante genäht. Und ich stelle mir jetzt vor, eine Pflegekraft, die schon so zu hetzen hat, dass sie die Pflegebedürftigen entsprechend betreut, ihnen Essen reicht, dann noch die Dokumentation schaffen muss, dass die jetzt auch noch immer mitdenken muss, dass wenn es Besuch kommt, der eingewiesen wird in entsprechende Hygienevorschriften und so weiter, all das mitzudenken, womöglich auch zu schauen, ob die Anwohnerinnen dann auch noch in einen extra Bereich gebracht werden. All das ist eine doppelte Belastung für ohnehin schon sozusagen stark gefordertes Pflegepersonal. Und deswegen hatten wir im Sommer vorgeschlagen, die Bundesregierung soll ein Programm auflegen nach dem Motto auf den Kaffee mit Oma, na klar, um in den verschiedenen Heimen jeweils sogenannte Besuchslotsen einzuführen. Das können Menschen sein, die in der Assistenz eine Ausbildung haben. Das können aber auch Leute sein, die gerade in ihrem sonstigen Beruf nicht arbeiten können und einen gewissen Umgang mit Menschen gewöhnt sind und die man dann ausbilden müsste. Und diese Besuchslotsen sollten halt zum einen schauen, wo muss baulich was geändert werden in den Einrichtungen, wie kommt man da an Fördermittel ran, aber eben auch schauen, wie zum Beispiel werden Angehörige eingewiesen und wie zum Beispiel vorher und nachher entsprechend desinfiziert. Dafür hätte man den Sommer nutzen müssen, aber auch jetzt, finde ich, ist es besser, sozusagen nicht noch weiter Zeit verstreichen zu lassen und mit so etwas anzufangen. Und es ist natürlich schon auch ein Problem, was die Akzeptanz anbelangt. Weil wenn einerseits irgendwie man nach 23 Uhr in manchen Städten sich nicht mit mehr als 5 Leuten treffen darf, zugleich aber irgendwie ein großes Kreuzfahrtschiff mit 1000 Leuten an Bord in See sticht, gibt es Erklärungsbedarf. Und dieser Erklärungsbedarf, diese Widersprüchlichkeit geht zulasten der Akzeptanz und gefährdet damit auch den Infektionsschutz. Jetzt hat inmitten dieser komplizierten Situation der zuständige Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert, dass Sonderrechte für ihn auf Dauer gestellt werden. Das heißt, Jens Spahn möchte auf Dauer gestellt Eingriffsrechte am Parlament vorbei haben, wenn es wieder zu einer pandemischen Lage kommen sollte. Ich will nur sagen, solch ein Vorgehen von Jens Spahn, das ist echt Wasser auf die Mühlen der Corona-Verharmloser. Eine epidemiologische Not darf nicht zu einem Notstand der Demokratie werden. Ja, wir dürfen jetzt nicht die Epidemie nutzen, um sozusagen die Demokratie auszuhebeln. Ich meine, was jetzt viel mehr ansteht, ist, dass die Parlamente auf Landesebene, aber auch der Bundestag stärker einbezogen werden bei den Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie. Denn wir brauchen eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung und die erreicht man nicht mit weniger Demokratie, sondern durch auch Einbeziehung der Parlamente. Tja, es gibt auch Erfreuliches aus der Kommunalpolitik zu berichten. In Konstanz hat der
parteiübergreifende unabhängige Kandidat, der unterstützt wurde von unabhängigen Stadtinitiativen, von den Linken und von den Grünen, Luigi Pantisano, ein großartiges Ergebnis eingeholt. Ja, in Baden-Württemberg, in einer Stadt wie Konstanz, 45,1% zu holen, und das als jemand, der jetzt überparteilich angetreten ist, aber von dem es kein Geheimnis war, dass er ein Mitglied unserer Partei ist, das ist ein großartiges Ergebnis, und dazu gratuliere ich von Herzen im Namen des gesamten geschäftsführenden Parteivorstandes. Herzlichen Glückwunsch, lieber Luigi. Und dieses tolle Ergebnis, finde ich, verweist auf eine Reihe von Erfolgen, die wir hatten. In einigen Städten, zum Beispiel in Hoyerswerda, hat auch eine unabhängige Kandidatin, die von Linken und Grünen unterstützt wurde, es in die Stichwahl geschafft, in die Stichwahl mit der SPD. Oder in Chemnitz hat die Linken-Vorsitzende Susanne Schaper im zweiten Wahlgang dann auch unterstützt von den Grünen, das für uns bei einer OB-Wahl in Chemnitz historisch beste Ergebnis als Partei jeweils eingeholt. Also das ist vielleicht ein Beispiel, die wir studieren sollten, auch um diesen Erfolg fortzusetzen. Aktuell laufen Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst. Es geht um 2,5 Millionen Beschäftigte. Und die Bewerkschaft fordert eigentlich Selbstverständlichkeiten, wie zum Beispiel eine Arbeitszeitangleichung in Ost und West. Das ist auch einfach ein Kampf um ein Stück deutsche Einheit. Es geht um eine Gehaltserhöhung um 4,8% oder mindestens einen Anstieg des Einkommens um 150 Euro. Und wir reden hier nicht einfach nur abstrakt über Millionen Beschäftigte, sondern wir reden über viele, die auch gerade in Corona-Zeiten den Laden am Laufen gehalten haben, Erzieherinnen, Busfahrerinnen, Beschäftigte in der Müllabfuhr, auf den kommunalen Behörden und Ämtern. Und wir sagen ganz klar, das Angebot der Arbeitgeberseite reicht vorne und hinten nicht. Wir unterstützen die Streikenden, die Beschäftigten und die zuständigen Gewerkschaften bei dieser Tarifauseinandersetzung. In Belarus sind auch an diesem Sonntag wieder viele Menschen auch unter großen persönlichen Gefahren auf die Straße gegangen. An die gehen ebenfalls ganz solidarische Grüße. Und wir haben sehr mitgefiebert als Linke. Ich will an der Stelle nochmal erwähnen, dass ein Vorstandsmitglied unserer Partnerorganisation im Fair World, Janina Husowskaja, auch zwischenzeitlich inhaftiert war. Uns hat jetzt die gute Nachricht erreicht, dass sie wieder freigelassen wurde. Man muss auch sagen, auch unsere Partnerorganisation leidet dort unter den Repressalien. Und insofern sozusagen alle solidarischen Grüße an die entsprechende Demokratiebewegung. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sozusagen Sie auch interessiert, wie es jetzt mit unserem Parteitag weitergeht. Dazu möchte ich nur Folgendes sagen. Heute Abend wird es eine Videokonferenz geben mit Parteivorstandsmitgliedern, Verantwortlichen auf Landesebene, Fraktionsvorstand. Und dort wollen wir gemeinsam beraten, inwieweit wir den Parteitag reduzieren können. Aber wie gesagt, da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Definitives sagen, weil das ist natürlich für uns ein sehr, sag ich mal, ein demokratischer Vorgang, den wir sehr gründlich zuallererst miteinander diskutieren wollen. Und da gibt es halt Raum für Debatte abzuwägen, den notwendigen Erfordernissen von Infektionsschutz und wie wir den Parteitag ausgestalten, darüber werde ich dann nach heute Abend vielleicht berichten können. Auf jeden Fall ist dies die letzte planmäßige Montagspressekonferenz von mir als Vorsitzende. Nächsten Montag wird nach Plan Bernd Rixinger hier stehen und insofern will ich, auch wenn es nicht das letzte Mal ist, dass Sie was von mir hören werden, möchte ich an dieser Stelle mich einfach bei dem Team bedanken, was diese Pressekonferenzen immer jeden Montag mit vorbereitet und durchgeführt hat. Ich bedanke mich bei Ihnen als Vertreterin der Medien für Ihr Interesse, für die vielen kritischen Nachfragen. Und ich habe gedacht, das ist jetzt nicht der Ort für die große Bilanz, aber dem Anlass angemessen gibt es ein Gedicht, und zwar eins von Goethe als Literaturwissenschaftlerin. Heute gehe ich, komme ich wieder, singen wir ganz andere Lieder, wo so viel sich hoffen lässt, ist der Abschied ja ein Fest. Kritischen Nachfragen gibt es jetzt aber natürlich trotzdem noch welche. Eine beziehungsweise genau genommen drei sind schon vorab eingereicht worden von Kai Clement vom ARD Hauptstadtstudio. Nämlich angesichts der andauernden Debatte zur Rolle des Parlaments in der Corona-Krise, wie bewertet Frau Kipping die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes? Geplant ist unter anderem Regelungen zu verstetigen. Weiter heißt es, dem Deutschen Bundestag wird insoweit das Recht eingeräumt, entsprechende Verordnungen abzuändern oder aufzuheben. Reicht das?
Und sehen Sie das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament derzeit als ausgewogen an? Ich finde, jetzt ist wirklich, sind wir in einer schwierigen Situation bei der Bekämpfung der steigenden Infektionszahlen. Und in diesen Zeiten kann man nicht so einfach verfahren wie bisher, zumal man auch sagen muss, das Agieren der Bundesregierung ist ja nicht so, dass man denkt, ach Mensch, die haben ja vorausschauend alles Nötige immer in den Griff gehabt und wir hatten ja eher den Eindruck, sie wären von vielen Entwicklungen überrascht, nicht zuletzt jetzt auch überraschend, auf einmal ist es draußen kalt und wir können nicht mehr so gut lüften. Und insofern meine ich aus ganz prinzipiellen Gründen und auch, weil das Ergebnis sozusagen nicht so überzeugend ist, ist jetzt die Zeit, wo das Parlament viel stärker wieder einbezogen werden sollte. Weitere Fragen? Herr? Bist du so schwer durch die Maske sich zu erkennen? Also wir finden zum Beispiel, dass wenn es entsprechende Runden im Bundeskanzleramt gibt, dass es davor eine Beratung geben sollte im Parlament und natürlich das auch danach, wenn es eine Verständigung gibt. Zum Beispiel finde ich, dass wir, also was mich generell aktuell stört, nicht nur in der Methodik der demokratischen Bearbeitung, sondern auch im Ergebnis, ist, dass immer nur so auf einzelne Maßnahmen gesprungen wird und das wirkt alles sehr hektisch und damit widersprüchlich. Sondern ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung einen Fahrplan vorlegt, welche Maßnahmen sie jetzt macht. Dann gerne auch mit welchen Einschränkungen es geben soll, wie so ein Ampelsystem sein soll, an welcher Stelle das wie greifen soll, aber eben auch mit welchen Maßnahmen sie zum Beispiel soziales Leben ermöglichen möchte, also wo von Seiten der Bundesregierung was geliefert wird. Und solch einen Fahrplan hätte man ja sehr wohl von Seiten der Bundesregierung im Parlament zur Abstimmung stellen können. Das hat sie alles nicht gemacht. Zum einen wurde das Parlament dadurch nicht einbezogen und zum anderen ist es auch ein bisschen bezeichnend, weil es ganz offensichtlich so eine vorausschauende Planung nicht gab. Wir hatten jetzt viele Monate mit eher niedrigeren Infektionszahlen, die hätten wir ja nutzen können, um entsprechend technische Möglichkeiten auch durch wirtschaftlich eingreifende, steuernde Politik zu unterstützen. Also ich will mich hier nicht jeden Montag wiederholen, aber nur nochmal für die, die nicht jeden Montag hier sitzen, nochmal zur Wiederholung. Wir hatten ja noch, als es draußen warm und heiß war und wir eher geschwitzt haben, vorgeschlagen, dass jetzt von Seiten der Bundesregierung Besuchslotsen die Schnelltests massiv ausgeweitet werden, dass die Luftfilterproduktion angekurbelt wird. Das hätte man halt mit entsprechenden Leasing- und Förderprogrammen oder eben auch mit wirtschaftlich steuernden Eingreifen in die Wege leiten können. Und da wäre schon meine Erwartungshaltung an die Bundesregierung, sie muss einen Plan machen für die nächsten Monate und den dann im Parlament vorlegen und sich dann der demokratischen Debatte stellen. Frau Palzer. Dieses Thema Pflege würde ich gerne ansprechen. Da haben Sie ja auf diese Besuchslotsengeschichte hingewiesen. Wenn ich richtig informiert bin, dann soll es diese Tests, diese Schnelltests ja insbesondere in den Pflegeheimen geben. Und da sollen die Bewohnerinnen dann jeweils über, also pro Bewohnerin 5 Tests zur Verfügung stehen. Ist das für Sie ein System, wo man halt sagt, okay, dann kann die Großmutter sich halt überlegen, wie sie diese 5 Tests verteilt oder halten Sie das für praxisfern? Ja, dass es überhaupt erstmal ein gewisses Budget an diesen Schnelltests gibt, ist gut. Was ich finde, aber es ist praxisfern, sich vorzustellen, dass jetzt die Oma dann mit der Enkelin den Abstrich organisiert. So, weil dann ist meine Sorge ist, am Ende wird dann die pflegebedürftige Großmutter die Pflegekraft dranholen und sagen, können Sie nicht mal hier bei meiner Enkelin, die kommt, den Abstrich machen, was die bestimmt auch gerne machen würde, wenn sie jetzt so einen stressigen Alltag hat. Das dauert ja wieder ein paar Minuten und die muss das ja in einem Arbeitstag unterbringen, der sowieso schon wie eine Stopfgans ausgestaltet ist. Und deswegen nochmal, die Schnelltests und alle anderen Maßnahmen, die Kontakte ermöglichen, brauchen auch eine personelle Aufstockung. Und man kann nicht das sozusagen noch eine Aufgabe mehr dem Pflegepersonal in den Altenheimen oder in der Pflege noch oben drauf drücken. Also weil ich habe mich auch schon zweimal testen lassen müssen und das ist natürlich sowas, also man kann das auch selber bei sich probieren, wenn man sich fit fühlt, aber das ist jetzt schon was, auch damit der Test eine gewisse Sicherheit hat.
brauchst du im Zweifelsfall da vielleicht eher qualifiziertes Personal oder jemand, wo man so eine Sicherheit hat. Weitere Fragen? Herr Heuchert? Frau Kipping, in letzter Zeit bei der Linkspartei an der Spitze war geprägt auch von einem Konflikt zwischen zwei Damen. Eine der beiden Damen waren Sie. Der Fraktionsvorsitzende ist nicht mehr im Amt. Jetzt scheiden Sie aus dem Amt. Wird es künftige harmonischer an der Spitze der Linkspartei zugehen? Ich muss Ihrer Einschätzung ganz grundlegend widersprechen, weil das war nicht ein Konflikt zwischen zwei Frauen. Ich wüsste, es lässt sich besser darstellen und da läuft im Hinterkopf noch ein bisschen Kopfkino ab. Zwei Frauen, die sich streiten, das macht sich immer gut als Erzählung. Aber wir sind ja hier nicht bei verbotene Liebe, sondern wir sind in der Politik und da muss man sagen, es gab natürlich einen scharfen inhaltliche Kontroverse. Eine Kontroverse, die nicht nur unsere Partei durchzogen hat, sondern die die Gesellschaft und auch so manche Redaktion, wie ich weiß, durchzogen hat. Und diese Kontroverse wurde aber bereits Ende 2018 in der Sache entschieden. Da hat es ein gemeinsames Papier gegeben. Und wir haben nochmal uns Fraktions- und Parteispitze in Opposition und Regierung hier verständigt, dass wir in der Frage der Migrations- und Flüchtlingssolidarität wirklich mit einer Stimme sprechen. Insofern ist dieser Konflikt in der Sache jetzt klar entschieden und wir sprechen da mit einer Stimme und das noch zu meiner Amtszeit.